Yeah. Hier, da hat Daisy hingekackt. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Wir sind the Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Fresh Family, Fresh, Fresh Family. Hey Fresh Family, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hab ich gerettet. Stell dir was vergessen. Leute, langsam aber sicher geht's voran hier. Papa's hier gerade am Regale abbauen. Und Stück für Stück wird es hier. Es sieht hier immer noch katastrophal aus, aber... Nein, es sieht hier ein bisschen leerer aus, Leute. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja ein bisschen rumzeigen, was sie jetzt wegbekommen haben. Ja. Ja, auf ganz entspannt. So, Leute, diese Fläche hier ist endlich free. So. Man kann sich drehen. So ein Ding ist das, okay? Und hier, das haben wir euch ja schon gezeigt, ist genau, auch das Regal ist alles weg. Free. Leute, für die Perversen da draußen, nicht denken irgendwie, das sind meine irgendwie Feuchttücher. Nein, das ist nicht. Das ist ganz normal für Popo-Tischen. So. Da haben wir das erstmal geklärt. Okay, sehr schön. Oh mein Gott. Und hier habe ich das hier schon mal abgebaut. Ihr wisst ja, wir hatten zwei Stück hier. Genau. Ne? So, ich hoffe, ihr macht das gut und ihr kommt ein bisschen mit, ne? Hier, ich habe das abgebaut, hier sind Dübel noch drin, die müssen noch entfernt werden, okay? Krass. So, aber dafür benötigen wir eine Zange. Und die haben wir nicht. Und die haben wir leider nicht, das heißt, wir müssen die Zange bestellen. Okay. Wir haben jetzt auch schon einen Akkubohrer bestellt, ne Papa? Genau, so sieht's aus. Und, aber das ist doch gerade jetzt gar nicht. Nee, Thema. Weil das brauchen wir später. Ich wollte es einmal erzählen. Nee, das ist aber gerade nicht immer. Ja, okay, ich wollte hier. Okay. So, und hier seht ihr noch, das hier ist noch dran. Das heißt, ich muss das hier leer räumen. Ne? Logisches Denken, du hast pipapo, pipapo. Leer räumen, hier nochmal hier, ihr abschrauben und dann rausziehen und das auch entfernen. Kranker, alles schön Mann. Und gut. Und hier, ihr seht. Wir sind am Karton packen. Hier sind noch Bilder drin. Diese Bilder wurden entfernt. Kommt mal kurz mit, ich zeige euch. Okay. Kommt mal kurz mit in die Bruchbude hier. Genauso sieht's aus. Ihr wisst ja, hier waren ja die ganzen Bilder angebracht. Ne? Wo sind deine Bilder? Alle im Karton, ne? Ja, ich brauche Bilder. Ja, genau, das sind deine Bilder. Und ey, Caden sagt immer jedes Mal, ich bekomme ein neues Zimmer, ich bekomme ein neues Zimmer. Ja. Also das heißt, Caden freut sich und er weiß, dass wir umziehen. Ja. So. Und hier, genau, haben wir das auch entfernt. Das ist genauso wie im Wohnzimmer. Oh, warte mal, kriege ich das hier schon raus? Warte mal, mal gucken. Nee, kriege ich nicht. Also, wir brauchen wirklich eine Zange. So, das hier ist erstmal entfernt. Und alles andere, was Mama, also in eBay, reingestellt hat, wird sie gleich erklären. Oh, Mausi, was ist los? Was meckerst du? Ja, sie möchte auch was erzählen. Was hast du mein Joystick da, Mann? Nee, mach mein Joystick nicht kaputt. Gib mein Joystick her. Her damit. So, komm, jetzt zeige ich euch nochmal ganz schnell, wo ich doch was hier ist alles auf dem Boden, ey, man tritt hier überall rauf. Das ist hier, diese Stühle hier stehen ja auch hier. Was hast du abgebaut? Ja, ich zeig euch das. Warte mal kurz, zeig mal die Hose, was ich dir geschenkt habe. Die Leute, schon am Verwelken sind. Oh, aber die sind so schön. Habt ihr das schon gesehen, Leute? Da habe ich Mama geprankt. Ich finde auch so verwelkte Hosen voll schön. Ja, sieht. Ne? Das sieht so aus wie so eine Love Story, was so beendet worden ist. Nein, diese kalte Hose. Checkst du diese kalte Hose, so dieses. Das ist schwarz, es ist ja, es geht mal ein. Ja, ist okay. Was wolltest du zeigen? So, hier, genau. Hier hatten wir auch Bilder, ne? Genau. Haben wir auch alle entfernt. Und hier sind Löcher. Die müssen auf jeden Fall noch zugemacht werden. Ich weiß nicht, Mama meinte irgendwie mit Zahnpasta oder so. Ich ja, hab's man so nie kann gehört. Auch Zahnpasta benutzen, aber wir holen uns einfach Spachtelmasse oder so. Spachtelmasse? Ja, damit man das zuspachteln kann. Sollen wir nicht einfach mit Zement machen so? Geht auch, du? Ne? Zement? Ja, können das wir auch. Das ist fester, weißt du? Dann können die Nächsten auf jeden Fall noch bohren. Aber wenn wir, glaube ich, irgendwie so Zahnpasta reinmachen, ich denke mal... Das weicht auf, ne? Ja, das weicht auf. So, ich denke, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Okay, dann bin ich jetzt ihr wolltet, sei ruhig jetzt. Ihr wolltet das unbedingt wissen. Ihr wolltet unbedingt wissen, wie Stand der Dinge ist, wegen Umzug und bla bla bla, Leute. Ihr meintet, ihr wolltet mitgenommen werden und es interessiert euch so doll, dass so viele auf Instagram schreiben, mir und Daisy, oh Mann, wie weit seid ihr, könnt ihr uns sagen, wie weit ihr seid, oh, wir wollen die neue Wohnung sehen. Leute, ihr bekommt die neue Wohnung zu sehen, wir müssen aber uns erstmal hier drauf konzentrieren und das hier alles mal alles weg haben und dann geht's los in die neue Wohnung. Ja. So, Mama, jetzt bist du dran. Okay. Ey, was ist mit ihr? Guck mal, sie schwimmt immer rum wie so ein Hase, ey. Hi, warum weinst du denn? Sie dachte, wir sind alle verschwunden. Guck mal, überall liegt was rum, ey. Nein, nein, nein. Gibst du Mama?
Dankeschön. Ja. Auf jeden Fall, Leute, bin ich gerade fleißig dabei gewesen, Sachen auf eBay zu stellen, weil wir wollen die Sachen nicht einfach wegschmeißen, sondern vielleicht tun wir damit Leuten noch was Gutes. Ja. Unter anderem haben wir diese Stühle hier gerade auf eBay gestellt, ja? Oh, du bist so schwer. Okay, du bist doch schwer. Lass doch mal, Mama. Du bist doch kein Baby mehr. Schwer. Komm runter jetzt, bitte. Okay, bitte. Ich muss einmal, du bist viel zu schwer. Mama, schaff das nicht. Geh mal aufs Bett. Ich komm gleich zu dir. Wir kuscheln gleich, ja? Wow, okay, ne? So ein Baby. Okay, ist doch alles gut. Du bist viel zu schwer. Auf jeden Fall, die Stühle sind jetzt bei eBay drin, wenn ihr Interesse habt. Die haben ein paar Gebrauchsspuren hier. Aber ja, wie gesagt, vielleicht können wir damit noch Leuten was Gutes tun. Damit auf jeden Fall diese Couch, auch wenn sie eigentlich Müll ist, auch noch reingestellt. Zur Not wird sie verschenkt, statt in den Müll geworfen zu werden. Ne? Wir wollen Leuten was Gutes tun. Genau so sieht's aus. Und das vereinfacht uns auch den Umzug ein bisschen, indem die das abholen kommen. Genau, dann müssen wir es nicht schleppen, sondern müssen die Leute das runtertragen und wir sind raus. Oder Sperrmüll anrufen. So ein Ding. Aber zeig mal kurz die Couch schon mal so. Was für Flecken die noch hat. Kannst du bitte nochmal richtig zeigen, was wir gebraucht haben? Wollt ihr das wirklich sehen? Oh ja, wollen wir wissen, sonst hätte ich das euch gesagt. Jus, oh jetzt. Mann, ey. Will sie hier daraus ihren Film machen? Ich bin schockt. Hier. Hier, da hat Daisy hingekackt. Da hat Daisy nochmal hingekackt. Du hast darin gepiept, ja. Da hat sie wieder hingekackt. Also, wieso kackst du nur? Ja, auch zu liegen. Warum ist das nicht schön, das ist menschlich. Ja, okay, dass man dahin piescht, ist auch menschlich. Auf jeden Fall, Leute, das sind Flecken von Kindern angemalt. Nein, stimmt nicht von dir. Das möchte ich einfach nicht zugeben. Hier auch alles angemalt. Oh, Kane hat einfach kein Papier gefunden und hat einfach die Couch angemalt. Hier. Ey, das heißt, wenn wir umziehen, ne, keine weiße Couch mehr, weil Kane wird das anmalen. Auf gar keinen Fall. Es gibt ernste Regeln. Es wird in einer neuen Wohnung auf jeden Fall auch nicht mehr auf der Couch gegessen. Ja. Nur noch am Tisch, weil sowas gibt es nicht und mehr. Und auch nicht, du isst gerne immer im Bett und das sind immer Krümel abends. Das ist echt ätzend. Ja. Ich glaube, ja, wäre gut, wenn du auch daran denkst, ne? Ja. Okay. Auf jeden Fall sind hier auch Kaugummiflecken, Tomatensoßenflecken. Alles, was du willst, findest du auf dieser Couch. Sogar an der Wand sind Kaugummiflecken. Aber warte mal, glaubst du, jemand will diese Couch wirklich haben, auch wenn wir dir das verschenken? Weiß nicht. Also verschenken, ich meine, man kann ja einen Bezug drüber machen, weißt du? Ja, aber okay. Ich weiß nicht, also entweder ja oder nein. Und diese Lampe da? Die Lampe stimmt. Die ist auch voll unstabil. Ne? Das ist so komisch, ne? Nee, ich glaube, die muss man nur wieder festdrehen. Achso, okay. Wollen wir die auch auf eBay stellen? Ich wollte die nicht mitnehmen. Okay, dann, ja, genau. Oder verschenken auch, genau. 10 Euro oder so. Digga, die Lampe für 10 Euro ist zu doll, Mann. Warum? Weniger, guck mal, wie die ist schon immer stabil. Ist doch stabil. Nee. Ja, egal, wie du willst. Auf jeden Fall, dann haben wir Cadens Bett auf eBay gestellt. Das hier. Das war auf jeden Fall teuer, ne? Das hat einfach 149 Euro gekostet. Und da lag das insgesamt 20 Mal, 20 auf Mal, jeden Fall 30 Mal. Lange drin. Und, guck mal, jetzt kommt der und will zeigen, dass es sein Bett wie ist. Wie ihr seht, die Matratze, die lag immer nur so auf einem, also auf der anderen Seite. Deshalb ist das hier so ein Abdruck vom Lattenrost. Und genau, hier ist so eine Ecke abgegangen, aber ich finde trotzdem, dass das Bett noch gut erhalten. Aber das hier, wie ist es dann eigentlich passiert? Caden und Therese haben damit Spielsachen draufgehauen. Ja, ne? Oh mein Gott, ja. Diese Jungs, ne? Und dann ist es abgefallen. Ne, Kay? Der kaputt jetzt gemacht, steht, ne? Ihr steht da sehr, so hier, wie sagt man, unschuldig, ne? Du machst zu viel Rambazamba, Kay, hier. Du pennst nie hier. Du hast immer, ich penn bei Mama, ich penn bei Papa. Ne? Spring. Okay, aufpassen. Nein. Ja, okay, dann nicht. Okay, auf jeden Fall, ja, das ist bisher der Stand. Ansonsten sind wir hier am Rumräumen, Aussortieren, Einpacken. Ah. Oh mein Gott, dein Hals verrenkt. Ja. Egal, weiter geht's. Bleib stark für die Kamera. Und. Genau, Spielsachen müssen wir noch aussortieren. Falls ihr Interesse daran habt, wir wollen das einmal aussortieren, gucken, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir da einmal für euch auch die Kamera einschalten, dann schreibt es in die Kommentare. Allgemein wisst ihr, was zu tun ist. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, in die Kommentare schreiben, dass ihr es erledigt habt. Und dann... Ja, aber warte mal, bevor wir das hier beenden, was ist denn da? Da sind ja noch andere Sachen, die hier noch stehen. Was, kommen die jetzt mit? Werden die verkauft? Zum Beispiel das hier. Huh. Also das kommt mit. Okay, das kommt mit. Das kommt mit. Und das hier? Das kommt auch mit. Okay. Wie gesagt, das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, der Aufsatz kommt weg, aber die Kommode kommt mit. Das kann man nämlich hier einfach so abnehmen. Ah, sieht man. Der Kleiderschrank weiß ich noch nicht, ob wir uns einen neuen holen oder ob wir ja, den du meintest auch irgendwie, du hast keinen Bock, ne? Ja, aber du meinst doch, wenn man das jetzt wieder abbaut und aufbaut, wird es, verliert das an Stabilität. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ja, gut, an sich ist er ja ganz cool, aber... Ja, ich finde ihn auch fresh. Auch mal sehen. Okay, nimmst du das auch mit? Kommt der Drache dein mit? Dein Drache? Wie macht der? Feuerspucke. Wie denn? Speuer? Ja. Fuckt Speuer? Okay, wie denn?
Zeig doch mal, wie der so Drache spuckt. Wie spuckt der Drache? Der macht so. Ja? Das nimmst du auch mit, ne? Ey, mach das nicht kaputt. Hey, kommt er mit in dein neues Zimmer? Ja, und das hier kommt auch. Und das hier, was ist das? Ein Trinitrops? Nein, der heißt Triceratops. Was? Wie heißt der? Triceratops. Stimmt nicht. Doch. Das ist ein Trititrops. Oha, ey. Oh, du, was machst du da nicht, dass du da fällst, ne? Komm. Guck mal, sag mal, dein Boxhandschuh kommt auch mit. Ja, dein Boxhandschuh kommt auch mit? Wow. Okay. Und das hier kommt alles auch mit. Das kommt alles mit, ne? Ja, wir müssen erstmal aussortieren, weil alles kommt mit. Und das hier kommt alles auch mit. Okay, zeigst du jetzt, was alles mitkommt? Ja. Okay. Und das kommt auch mit, das hier kommt auch mit, das hier kommt auch mit, das kommt auch mit. Okay, Kay. Jetzt, danke schön, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid. Und das hier kommt auch mit. Ah, setz das mal auf. Okay. Warte, ich krieg gleich Angst. Okay. Nein, das nimmst du nicht mit. Dann kriegen wir immer Angst vor dir. Nein, das heute heißt das Halloween. Was? Bei Halloween brauchst du das? Ja. Okay, komm mal, weiter geht's. Ja, ich glaube, das war's auch schon, oder? Ja, also Esstisch nehmen wir mit, ne? Ja, ich denke erstmal ja. Mal, Leute, urteilt nicht über uns, es sieht hier einfach ganz, ganz chaotisch aus. Guck mal, an Dino. Ja, okay, zeig mal. Oh, dein Dino, ja, der sieht richtig schön aus. Ja, Oma Asia. Hast du von Oma bekommen, ne? Hui! Ja. Alles gut, Kay, ja? Alles gut, mein Schatz. Jetzt haben wir alles von dir, wir wissen Bescheid, ja? Base, ich küsse dein Herz. Ich küsse auch dein Herz. Hier, das hier nimmst du auch mit, ne? Ja, ja, das kommt auch mit. Das sieht auch voll nice aus. Und das ist halt noch festgebohrt. Das glänzt. Das kommt auch mit. Also zeigst du jetzt die Dreckwäsche. Okay, geil. Und in der Küche nehmen wir auch fast alles mit, oder? Ja, wir haben es auch schon gezeigt in der Küche. Ja, okay, alles gut. Ich verstehe das, alles gut. Auf jeden Fall, ja, Leute. Hier ist alles, wie ihr seht, Abstellkammer. Gibt nicht viel zu zeigen. Wir sind jetzt einfach hier den ganzen Tag. Jeden Tag am Machen und Tun. Und es wird immer weniger hier sein und wir werden euch jetzt immer wieder auf dem Laufenden halten, wann, wenn was weg ist. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, damit wir wissen, damit ihr es wissen. Genau. Ja? Achso, und Kinayas Beistellbett ist weg. Achso, ja, stimmt. Das haben wir gestern auch weggebracht zu meiner Mami. Wo stand der nochmal? Zeig mal. Das stand hier an dieser Wand. Achso, ja, stimmt. Da stand er, ne? Das, ja. Oh, und der ist auch einfach... Das ist jetzt weg. Der ist finito, finito. Ja. Und wie gesagt, Leute, wir werden euch weiter noch auf dem Laufenden halten, werden jetzt einmal von Tag zu Tag noch wieder was einpacken, wegräumen, was auch immer. Werden euch da mitnehmen und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, Kanal abonnieren, den Blog aktivieren, in die Kommentare schreiben, dass ihr es erlebt habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Okay, ich sag tschüss. Sag mal, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ja, mach das. Out.